Herzlich willkommen in der Do-It-Yourself-Kajüte. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine U-Hefthülle ganz einfach selber nähen könnt. Viel Spaß dabei! Ihr benötigt ein Innenstoffteil, zwei Außenstoffteile, zwei Stoffteile für die Innenfächer, ein Stoffteil für die Innenfächer, in die ihr später einen Impfpass und eine Karte legen könnt. Und optional könnt ihr auch noch Dekobänder verwenden. Also schnappt euch eure Nähmaschine und eure Nähutensilien und schon kann es losgehen. Faltet zunächst die beiden Stoffteile für die Innenfächer mittig links auf links. Falls ihr Dekobänder verwendet, könnt ihr sie nun an den geschlossenen Kanten anlegen und mit Klammern fixieren. Anschließend könnt ihr sie dann mit einem Geradstich oder Zickzackstich aufsteppen. Faltet nun auch das kleine Innenfachteil links auf links. Positioniert es dann so, dass die offenen Kanten bündig aufeinander liegen. Messt 16 cm von der rechten Kante zur Mitte und markiert diese Stelle. Markiert euch dann eine gerade Linie nach unten, steppt sie mit einem Geradstich ab und steppt auch das kleine Innenfachteil an der linken und rechten Kante knappkantig an. Schnappt euch nun die beiden Außenstoffteile, legt sie rechts auf rechts bündig aufeinander, fixiert sie mit Klammern und steppt sie mit einem Geradstich Nähfüßchen breit aneinander. Legt nun das Innenstoffteil so vor euch hin, dass ihr die rechte, also die schöne Seite seht. Positioniert die Innenfachteile so an den seitlichen Kanten, dass das Innenfachteil mit den Extrafächern auf der rechten Seite liegt und das Stoffteil ohne die Extrafächer auf der linken Seite. Die offenen Kanten müssen außen sein. Das Außenstoffteil wird dann rechts auf rechts auf die Stofflagen gelegt. Fixiert die obere, die rechte und die untere Kante mit Klammern. Das linke Innenfachteil wird zunächst mit dem Außenstoffteil nähfüßchenbreit zusammengesteppt. Steppt anschließend mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem Geradstich drumherum und lasst an der linken Seite 7 cm für die Wendeöffnung offen. Schneidet den überschüssigen Stoff an den Ecken vorsichtig ab und wendet die U-Hefthülle. Die Wendeöffnung ist nun zwischen dem Innenstoff und den Innenfächern versteckt. Verschließt sie entweder knappkantig mit einem Geradstich oder mit einem Matratzenstich mit der Hand. Ihr habt nun ein Extrafach für einen Impfpass und ein Fach für Karten. Falls ihr mögt, könnt ihr die U-Hefthülle im Anschluss noch mit Buchstaben zum Aufbügeln vertönern. Und fertig ist die U-Hefthülle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal!